Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 unserer Approximation mit Fourierreihen. Ja, ich habe nochmal kurz hier ergänzt, was ich letztes Mal schon mündlich gesagt habe. Diese PNK ist eine C-Unendlich-Zerlegung der 1. Steht hier nicht im Fokus, weil Polynome ist das halt klar, da braucht man es nichts nachweisen. Aber ich wollte es hier nochmal stehen haben, weil es auch so im Skript steht. So, ich habe letztes Mal schon angekündigt, jetzt wollen wir irgendwie so ein bisschen funktional-analytischer werden. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Operator, den wir dann durchdiskutieren können. Und das liefert uns der sogenannte Bernstein-Operator. So, und der fällt jetzt nicht so wahnsinnig vom Himmel, sondern der ist jetzt eigentlich relativ gut motiviert durch die Formel für das Bernstein-Polynom einer Funktion f. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist, wir variieren die Funktion. Also wir bauen uns einen Operator von C01, also von den stetigen Funktionen, für die waren die Bernstein-Polynome definiert, auf den Raum der Polynome vom Grad n über R, indem wir einfach sagen, okay, wir bilden f ab auf das Bernstein-Polynom Grad n. Und das heißt, dieser Operator sieht so aus von C01 nach PnR. Und Bn angewandt auf f ist dann nichts anderes als Summe k gleich 0 bis n. Gewichte f von n durch k, k durch n. Jetzt wird es falsche Intervall. Mal Bernstein-Polynom ausgewertet. Auswertung wäre dann der nächste Schritt. Also hier kommt ja die Funktion raus, nicht der Wert. Das Ding ist der Bernstein-Operator. Und jetzt wollen wir uns erstmal davon überzeugen, dass dieser Bernstein-Operator im Sinne von unserer Funktionalanalysis ein schöner Operator ist. Und die Aussage vom Satz 6,5 ist, jo, passt. Nämlich Bn ist linear. Das ist ja sozusagen Grundvoraussetzung, dass wir ihn mit unseren funktionalanalytischen Mitteln überhaupt beackern können, weil Nicht-Lineare haben wir noch nicht kennengelernt. Machen wir auch in diesem Kurs nicht mehr. Ist linear. Und die Operatornorm. Ja, die ist 1. Das heißt, das Ding ist sogar noch normiert. Das ist nett. So, wie machen wir das? Also, ich habe hier mal lapidar hingeschrieben, die Linearität ist klar. Weil da sollte jetzt keiner von euch ernsthaft Probleme haben, wenn ihr den Kurs oder generell Funktionalanalysis bis hierhin schon mal verfolgt habt. Aber lasst es uns kurz diskutieren. Was passiert, wenn ich hier zwei Funktion f plus g reinhacke. Naja, ich habe hier f plus g von k durch n. Das kann ich auseinanderziehen. Die Summen kann ich auseinanderziehen. Ich nehme jeweils das PnK mit, habe die Additivität. Genauso kann ich dann natürlich ein Skalar reinjagen und bekomme den Skalar nach vorne. Also das Ding ist relativ einsichtig sofort ein linearer Operator. Da passiert gar nicht großartig was mit. Spannender ist halt diese Tatsache, dass wir sozusagen hier diese Norm 1 haben. So. Jetzt ist ja der Raum Pn, auf dem wir abbilden, endlich dimensional. Also ich schreibe das mal lapidar so hin. Die Dim Pn ist ja gerade n und ist kleiner als unendlich. Also wir haben einen endlich dimensionalen Raum. Das heißt, wir dürfen, wenn wir die Operatornorm ausrechnen, die Maximumsnorm verwenden. Das ist die Normäquivalenz auf endlich dimensionalen Räumen. Also dim Pn deshalb, ne, weil wir haben einen n-dimensionalen Raum vom, also einen Polynom, einen Raum von Polynomen höchstens Grad n. Basis wären die Monome x hoch 0 bis x hoch n. Ja, das heißt, die Dimension ist n plus 1. Das ist, ne, einzige. Und das ist endlich. So. Das heißt, wir dürfen, wenn wir die Operatornorm Bn ausrechnen, dürfen wir dieses Supremum f in C01, Norm f, diese Norm hier unten von f, die darf in der Maximumnorm gemessen werden. Und dann halt auch entsprechend das Dingen hier. So, jetzt müssen wir also irgendwie den Betrag vom BnF abschätzen. Und das heißt, wir gucken uns an BnF von x im Betrag. So, das ist ja jetzt einfach erstmal durch Einsetzen. K gleich 0 bis n. F von K durch n. Mal K durch n, n durch K. K durch n, ne? K durch n. Mal PnK.
davon der Betrag. Das können wir jetzt mit der Dreiecksumgleichung nach innen ziehen und direkt benutzen, dass die Norm von f in der Maximumnorm gerade 1 ist. Das heißt, wir können das nach oben wegschätzen durch die Summe von k gleich 0 bis n über den Betrag pnk von x. So. Wir wissen aber aus 6,2, das hier ist größer gleich 0. Das heißt, wir dürfen den Betrag weglassen. Und dann wissen wir aus 6,2,4, dass das Ding eine Zerlegung der 1 ist. Das heißt, hier kommt 1 raus. So. Das heißt, mit dieser Abschätzung hier erhalten wir zunächst, dass die Operatornorm unseres Bn kleiner gleich 1 ist. Ja, ganz klassisch. Das heißt, wenn wir jetzt eine angeben können, wo Gleichheit herrscht, haben wir eben gerade 1. Und es ist tatsächlich so, wenn ich den Bernstein-Operator auf die 1-Funktion loslasse und das hier in der Maximumnorm messe, kommt 1 raus. Daraus folgt dann die Behauptung. Also jetzt nicht irgendwas mit doppeltem Boden, sondern einfach wie immer irgendwie erstmal eine Abschätzung nach oben hinkriegen und dann zeigen, jo, ist scharf, wenn wir eine finden, die das Ganze erfüllt. Der kleine Trick ist hier zu benutzen, dass der Raum der Polynome endlich dimensional ist und wir uns deshalb in der ganzen Argumentation schön und entspannt zurückziehen dürfen auf die Maximumsnorm. Mehr passiert hier tatsächlich nicht. So, das heißt, wir haben jetzt diesen Bernstein-Operator. Wir haben geklärt, oh, ist schön, ist linear beschränkt, Norm ist 1, alles tutti, wunderbar. Jetzt wollen wir uns halt klar machen, dass wir dass die Bernstein-Polynome den Weierstrasch'schen Approximationssatz genügen. So, und um das zu tun, brauchen wir eine spezielle Menge von Funktionen, die sogenannten Momente des Bernstein-Operators. Für die nudeln wir uns eine sehr technische Induktion her und damit fällt dann der Rest vom Baum. Also das ist jetzt letzten Endes der Rest des Kapitels. Also wir gucken uns zunächst mal diese Momente an und dann schauen wir, wie viel Minuten wir schon auf der Uhr haben. Weil diesen Beweis des nächsten Satzes, den möchte ich ungern trennen, dann machen wir im Zweifel eine längere Folge. Also, wir nehmen uns mal ein n aus n. Wir nehmen uns ein s aus n0 und wir nehmen uns ein x aus unserem Einheitsintervall i. Also ihr seht, ich mische 0, 1 und i mal so ein bisschen durch, damit die Benennung ihren Sinn hat. Und dann definieren wir das erste Moment, also erstes Moment des Bernstein-Operators, also von Bn. Das ist dann der Operator TNS von x oder die Zahl TNS von x, wie ihr es lesen wollt. Und das ist jetzt der Bernstein-Operator ausgewertet an einer Stelle Punkt minus x hoch s und das Ganze losgelassen auf x. So, was heißt das konkret? Das heißt, das ist die Summe k gleich 0 bis n, ne, Bernstein-Operator war die Summe. Jetzt haben wir hier k durch n minus x hoch s, ne, also das ist sozusagen hier unser f, ne, irgendwas minus x. Mal PNK von x. Und das ist Formel 6.3. Ich bin mir wieder sicher, ich habe 6.2 verschlammt, oder? Hundertprozentig. 6.2. So. Die Dinger heißen Momente, weil einfach solche Funktionen dieser Bauart häufig Momente halt. Ne? Also kennt das vielleicht aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, da hat man auch irgendwie Momente einer Zufallsvariable, die sind genauso aufgebaut. Ne? Und für s gleich 0 kriegen wir halt gerade wieder die Grundpolynome raus. Also wenn wir quasi s gleich 0 setzen, ist das Ding hier mal 1, das heißt wir haben hier nur die Summe der PNKs, das sind nicht die Grundpolynome, sondern die Summe der Grundpolynome, sorry. Und dann kommt halt 1 raus. Und je höher ich das drehe, desto höher geht halt dieser Stützterm hier vorne ein und desto mehr wilde Sachen passieren. Wir zeigen jetzt aber, dass da nicht so wahnsinnig viel Wildes passieren kann und das ist das technische Lemma mit der Nummer 6,7.
Wenn wir uns ein Delta größer 0 nehmen und einen Punkt aus 0, 1 festhalten und wir definieren weiterhin die Menge Sx von Delta als all jene k aus n0, sodass 0 kleiner gleich k kleiner gleich n gilt und andererseits x minus k durch n im Betrag größer gleich Delta ist, das ist eine Teilmenge von n0, dann existiert eine Konstante s aus n0 und eine Konstante a gleich as oder a von s, sodass die Summe über alle k aus diesem sx von Delta, ne, hier drüber dürfen wir summieren, weil das ist eine Teilmenge von n0 und das ist endlich, weil das k beschränkt ist zwischen 0 und n. Also es kann nicht explodieren. Wenn ich hier die Polynome aufaddiere an dieser festen Stelle x, dann ist das beschränkt durch die Konstante a durch n hoch s mal Delta hoch 2s. So. Das ist so ein klassisches Lemma der Bauart What the fuck? Ne, man weiß überhaupt nicht, was man tut. Man sieht nur hinterher im Beweis des nächsten Satzes, warum man das Lemma rausgezogen hat. Diese Menge Sx von Delta, die ist vielleicht auch gar nicht so unbekannt für einige von euch. Das ist sehr nah an sogenannten Stetigkeitsmodulen aus der Stochastik. Kann man mal gucken, kann man mal bei Wikipedia eingeben. Sieht ähnlich aus. Also wenn man in Approximationstheorie oder in Stetigkeit oder stochastischer Modellierung drin ist, fällt diese Menge auch nicht vom Himmel. Für uns tut sie das gerade und also ich wüsste auch nicht, wie ich sie motiviere. Ne? Ich kann jetzt nur den Beweis ein bisschen motivieren und an einer Stelle halt die dreiseitige Rechnung auslassen, in der Hoffnung, dass ihr mir glaubt, dass sie stimmt. Fair enough, oder? So, also Beweis ist eigentlich Beweisskizze, geteilt in drei Schritte. Und die hängen auch zusammen, das heißt, die machen wir jetzt auch entspannt. Das erste ist, wir leiten uns eine Rekursion her. Kriegen dann eine Rekursionsformel für die Momente. Die werden wir nicht nachrechnen. Dann zeigen wir, dass diese Momente nach oben beschränkt sind. Und wenn wir das gemacht haben, dann folgern wir aus dieser Beschränktheit dieser Abschätzung 6,4. So. Ich möchte an dieser Stelle schon mal ermuntern, wenn ihr keine Lust habt auf langwierige technische Beweisstruktur, dann könnt ihr jetzt ausmachen mit der nächsten Folge weitermachen, weil das Verständnis dieses Lemmas ist nicht wichtig. Ne, also niemand wird auf die Idee kommen, auch jetzt in der mündlichen Prüfung, dieses Lemma im Beweis abzufragen, außer er ist ein sehr sadistischer Mensch. Ne, und dementsprechend an der Stelle könnt ihr ganz entspannt skippen und weitergucken oder ihr guckt zu, wie ich mir die Finger breche. Ne, das ist auch eine gewisse Unterhaltungsfrage. Wir fangen jetzt einfach mal an. Zunächst mal wissen wir, wir haben für Binomialkoeffizienten haben wir Additionstheoreme. Oder ein Additionstheorem, so rum. Und das gibt uns zunächst mal eine Darstellung der Ableitung. Pnk-Strich, ja, das Ding ist differenzierbar, es ist eine C-Unendlich-Funktion. Und zwar als n mal, und jetzt kommt Pn-1 k-1 von x minus Pn-1 k von x. Ja, wir haben hier so eine Rückwärtsrekursion, die das n reduziert um eine Stufe. Und Binomialkoeffizient heißt halt, hier steht ein n-1 über k-1, da hinten steht ein n-1 über k. Die Dinger wurden auseinandergezogen, weil das, natürlich, wenn ich das ableite, irgendwie das n über k stehen bleibt und man das ein bisschen auseinanderfriemeln muss. Geht es einmal durch, leitet das Ding einmal ab, das ist ein Polynom. Passiert nichts. So, und jetzt kann man tatsächlich lang und sehr, sehr lang nachrechnen, dass man damit eine Rekursionsformel für die s-ten Momente erhält und dieses Nachrechnen spare ich mir hier, weil dann wird die Folge wirklich 2 Stunden lang. Da ist jetzt auch nichts Spannendes bei. Das stelle ich auch nicht als Übungsaufgabe oder irgendwas. Das glaubt ihr mir jetzt am besten einfach. Oder ihr rechnet es nach, weil nachrechnen kann man es. Man hat diese Rekursion Tn s plus 1 von x ist x mal 1 minus x durch n.
Und dann kommt die Ableitung von TNS an der Stelle x plus s mal TNS minus 1 von x. Also hier haben wir so eine Rückwärtsrekursion in s. So, ich habe hier dran geschrieben langes, aber nicht wirklich kompliziertes Nachrechnen. Ja, das trifft. Also da muss man nur aufpassen, dass man nicht irgendwo zwischendurch mal was verliert. So, also die zwei Sachen, die brauchen wir gleich. Jetzt kommt eine Induktion. So, wir zeigen für s aus n, aus n 0, existiert ein as größer 0, sodass für alle x aus 0, 1 und n aus n die Abschätzung. So, und jetzt kommt wieder einer 0 kleiner gleich t n2s von x kleiner gleich as durch n hoch s gilt. So, also das wollen wir jetzt zeigen. So, und das machen wir induktiv nach s. Wobei die erste Ungleichung 0 kleiner gleich tn2s von x, die ist immer klar, weil ne, dieses erste Moment kann nicht plötzlich negativ werden, weil die Funktion vorne, die ich reinstecke, das k durch n minus x, das wird nicht negativ. Beziehungsweise es ist uns auf der Menge egal, weil wir letzten Endes hinterher nur gucken auf dieser Menge sx von Delta. Und da gilt Betrag x minus k durch n größer gleich Delta. Und damit kann ich es ausschließen. Also, gehen wir es erstmal an und gucken uns den Induktionsanfang an. Wir machen zwei Schritte. Wir machen s gleich 0, wir machen s gleich 2. Beziehungsweise s gleich 1, da kommt da 2s, also 1 raus. Da schreibe ich es auch mal lieber so hin. So. Also, was haben wir? Wir haben tn 0 von x. Das ist 1. Na, das ist jetzt nicht problematisch, das ist das, was ich gerade vorgerechnet hatte, das nullte Moment. Dann fliegt uns im Exponenten die 0 raus, das heißt, diese Klammer fällt weg und wir haben die Summe der Bernstein-Grundpolynome. Das ist eine Zerlegung, der 1 ist 1. Gut, 1 ist ersichtlicherweise kleiner gleich 1 und das ist 1 durch n hoch 0. Das heißt, das funktioniert mit a0 gleich 1. So, und für die Voraussetzung gleich, beziehungsweise für den Schritt, gucken wir uns noch tn2 von x an. Das ist x mal 1 minus x durch n. Ne? Das ist immer kleiner gleich als 1 durch 4n. Weil das x mal 1 minus x ist immer kleiner gleich als ein Viertel. Ne? Weil das Maximum dieser Parabel liegt in ihrem Scheitelpunkt, der ist ein halb, ein Viertel. Könnt ihr ganz leicht nachrechnen. Ich hoffe, da braucht ihr keine Differentialrechnung. So, das ist kleiner gleich ein Viertel. Also ist das Ganze kleiner als 1 durch 4n. Und das kann ich jetzt natürlich rausziehen zu ein Viertel durch n hoch 1. Das heißt, mein a1 ist ein Viertel. So. Das heißt, die Induktionsanfang passt. Das kriegen wir hin. Die Induktionsvoraussetzung ist jetzt also im Folgenden. Die Aussage sei für s aus n0 bereits gezeigt. Und unser Induktionsschritt ist dann jetzt entsprechend von s auf s plus 1. Das heißt, was betrachten wir? Wir betrachten den Term tn 2s plus 2, ne, 2 mal s plus 1, von x. Und jetzt gehen wir als erstes mal mit unserer Rekursion für die t's da dran. Das ist mit dieser Rekursionsformel nämlich x mal 1 minus x durch n mal tn 2s plus 1 Strich von x plus s mal tn 2s von x. So.
Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt verteilen wir dieses 1 durch n in die Klammer und bekommen damit raus, dass es x mal 1 minus x mal tn 2s plus 1 Strich von x durch n plus s mal, also s durch n mal tn 2s. So. Warum tun wir das? Jetzt können wir hier mal ein bisschen was abschätzen. Das x ist kleiner gleich 1, das 1 minus x ist kleiner gleich 1. Das reicht uns. Wir wollen es einfach nur wegschmeißen. Sonst kriegen wir feinere Konstanten raus. Es geht uns nur darum zu zeigen, es gibt eine Konstante. Das tn2s, das ist kleiner gleich als as durch n hoch s nach Induktionsvoraussetzung. Die dürfen wir hier anwenden. So, das heißt, hier vorne, das ist dann kleiner gleich 1, das darf ich einfach wegschmeißen, Klammern fliegen weg, das heißt, das ist kleiner gleich als. Und jetzt steht da noch tn Strich, also tn 2s plus 1 Strich von x durch n plus s mal as durch n hoch s. Das ist das, was hinten stehen bleibt, wenn wir diese Induktionsvoraussetzung anwenden. So. Und jetzt kommt ein bisschen Gefudel. Jetzt kann ich ja hingehen und sagen, ich schätze das t vorne, also dieses tn Strich, schätze ich ab durch seinen Betrag. So, und jetzt ist tn Strich aber ja natürlich stetig. So, das heißt aber auch, der Betrag tn' ist stetig. Das sind so Permanenzeigenschaften der Stetigkeit. Und wir haben das Intervall 0,1 als Grundlage, auf dem die ganzen Dinger definiert sind. Das heißt, wir haben ein kompaktes Intervall. Das heißt, ich darf eine Konstante finden, sodass eben dieses Betrag tn' 2s plus 1 da hinten, sodass das eben kleiner gleich c ist für alle. Für alle x aus diesem Kompaktum. Das heißt, das hier kann ich ganz locker abschätzen, kleiner gleich c. So. Gleichzeitig habe ich hier gerade einen n verschlammt. Ne? as durch n hoch s, da steht noch das durch n, das heißt, hier steht sogar plus 1. Das heißt, wenn ich das jetzt erstmal hinschreibe, dann steht hier c durch n. Plus s mal as durch n hoch s plus 1. So. Das hat jetzt aber nun mal gerade die Form as plus 1 durch n hoch s plus 1, wenn ich das gleichnamig mache, indem ich einfach setze as plus 1 gleich c mal n hoch s plus s mal as. Und das ist in jedem Fall größer als 0. Weil das hier hinten ist größer gleich 0. Und das ist größer als 0 nach Induktionsvoraussetzung. Und damit bin ich fertig und habe eben diese Schranke da oben bewiesen. Dieses tns plus 1 von x, tn 2s von x ist kleiner gleich as durch n hoch s für alle. So, jetzt steht hier irgendwie so ein unmotiviertes Sternchen 3. Brauchen wir noch? Ja, dann lasse ich es weg. So, das ist die Abschrift. Die schreiben wir uns jetzt mal sicherheitshalber nochmal hin, sonst vergessen wir nämlich wieder. Weil die ist nicht gerade intuitiv. So, also was haben wir jetzt gezeigt? Mal kurz hingeschrieben. Na. Für s aus n0. Also, schauen wir es mal kurz formal hin. Für alle s aus n0 existiert as größer 0. Für alle x aus 0,1. N aus n. Und dann haben wir 0 kleiner gleich tn 2s von x kleiner gleich as durch n hoch s. So. Gut, ne, also das so als Memo im Kopf behalten. Und jetzt können wir daraus nämlich die Abschätzung 6,4 holen.
Jetzt betrachte nämlich mal nur die K, die auch wirklich in dem Stetigkeitsmodul Sx von Delta liegen. Pnk von x. So. Wenn jetzt x in diesem Sx von Delta ist, dann ist ja definitionsgemäß Betrag x minus k durch n größer gleich als Delta. So. Das heißt, das hier kann ich abschätzen durch die Summe k aus Sx von Delta, k durch n minus x hoch 2s mal p nk von x. Was jetzt die Abschätzung ist, ich teile hier unten durch Delta hoch 2s. Ich bringe das einfach rein. Dann wird das hier auf jeden Fall größer, weil wir in dem Stetigkeitsmodul sind. Der Abstand von x zu k durch n ist größer gleich Delta. Das heißt, hier oben steht etwas, was kleiner gleich Delta ist. Das heißt, hier steht im Bruch etwas, was kleiner gleich 1 ist. Also alles gut. Größer gleich 1. Mein Gott. Ja, also Begründung x aus Sx von Delta. K. K aus Sx von Delta impliziert Betrag x minus k durch n größer gleich Delta. So. Dann muss man nur noch bedenken, dass hier oben halt im Prinzip, wenn ich den Betrag auflöse, muss ich noch Minuszeichen mit verwursten und dann steht da genau. So, jetzt ist Sx von Delta ja aber eine Teilmenge von 0 bis n. Ja, das heißt, ich mache die Summe auf jeden Fall maximal größer, wenn ich hier statt nur die aus Sx von Delta nehme, die ganze Menge nehme. Und das 1 durch Delta hoch 2s hat dann auch entsprechend nichts mit dem mit dem k zu tun, sodass ich halt letzten Endes bei dieser Formel hier, nur bei dieser Gleichung anlange. So, das hier, das ist jetzt aber nichts anderes als Tn2s von x. Ne? Einfach nach Definition das 2s-te Moment des Bernstein-Polynoms. So. Und für dieses Tn2s von x und den ganzen Voraussetzungen, die wir da jetzt getroffen haben, haben wir gerade in 2 gezeigt. Es gibt eben so eine Konstante as durch n hoch s, durch die ich das einfangen kann. Naja, aber das ist gerade 6,4. Wenn ich das jetzt noch zusammenfasse, steht da halt gerade das hier. Und das ist die Abschätzung, die wir brauchen. Ja, also. Jetzt atmen wir alle einmal durch und lassen das schön wieder aus dem Gehirn tropfen, weil, wie gesagt, diese technischen Details, die sind jetzt halt hier nicht wirklich wichtig. Vielleicht, wenn man sich wirklich was merken möchte, dann Rekursionsformel aufstellen, Abschätzung herleiten und dann Stetigkeitsmodul ausnutzen. Fertig. Ne, das würde also mir zum Beispiel reichen, wenn ich jetzt in dem Modul prüfen würde. Aber ich würde auch nie auf die Idee kommen, in dieses Lemma reinzufragen, wenn da nicht aus Versehen einer reinstolpert. Ne? Und das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Gut, nächstes Mal machen wir dann weiter mit einem entspannteren Satz, der einfach sagt: Ja, gut, okay, jetzt haben wir diese Bernstein-Polynome, jetzt haben wir eine stetige Funktion. Die approximieren wirklich, also die erfüllen den Weierstrasschen Approximationssatz. Und der Beweis, der ist dann auch wieder schöner. Das ist einfach nur ein ganz normaler Epsilon-halbe Beweis, da freuen wir uns alle drauf. In dem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht's gut und tschüss.